Fay, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, meine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Servus zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War hier bei mir auf dem Kanal. Ja, aber ich werde dir helfen, gar keine Sorge, wir werden das zusammen schon meistern und schaffen. Ja, also in der letzten Folge haben wir ja ganz schön eine aufs Maul gekriegt von diesem kleinen Hüpferling, von diesem schmächtigen Buben, aber ja, am Ende haben wir ihn dann doch bezwingen können. Okay, wir schauen mal, wie es heute weitergeht mit Kratos und Atreus. Aber wir können nicht hier bleiben. Da war so viel, ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Der Berg. Das wird eine lange Reise. Ja, aber eine wichtige. Wow, wie ist das denn passiert? Tja, wie das da wohl passiert ist? Ja, ich könnte es ihm erklären. Oder er schaut sich einfach das letzte Video an. Okay, das wird eine lange Reise und da habe ich richtig Lust drauf, diese Reise mit ihm zusammen, mit den beiden zusammen zu machen. Also, weiter geht, erstes Kapitel ist beendet. Wir starten. Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Wo ist denn unser Sohnemann? Hallöle! Hä? Keine Lust mitzukommen? Na, er wird uns schon folgen, denke ich. So, hier geht's weiter. Und da ist er dann plötzlich da. Du würdest sterben können. Lass mich nie wieder allein. Verstanden? Verstanden. So, dann werden wir jetzt mal ein bisschen klettern müssen, vermute ich. Hoch. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen...
wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. War das schon immer hier? Mhm. Hilf mir mal darauf. Dann sehe ich mehr. Okay. Also, hier geht's nicht weiter. Außer über diese Brücke. Okay. Ja. So, da gibt's erstmal wieder was zu mitnehmen. Ist nichts. Da geht es nur irgendwo einen Berg runter. Beziehungsweise das Loch hinunter. So. Schön, dass wir hier ein anderes Spiel gerade aktualisiert haben. So. Nee, hier hat es nichts mehr. Also. Ja, ich denke, da müssen wir wieder ein bisschen drehen. Geh. Junge. Jawohl. So, jetzt vermute ich, dass wir hier kurz die Axt schwingen. Gute Idee. Dieser hängende Eimer, ein Opferfass. Mutter hat gesagt, Odins Jünger füllen sie mit Geschenken und hängen sie auf, wo Diebe sie nicht erreichen. Der sah aus, als wäre er sehr alt. Töricht. Was meinst du? Die Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keine Monster anbeten. Mhm. Ah, okay. So. So, nicht wieder die Axt vergessen. So, kommen wir jetzt dahin. Springen mit Sicherheit, oder? Jep. So. Und dann nach links vermute ich. Ja. Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. So, jetzt müssten wir doch... Ah, okay. Ah ja. Dann erstmal hier wieder runter. Dann vermute ich, dann können wir nämlich auch hier wieder runter. Und dann schauen wir mal, was wir da unten aus dem Eimer geschossen haben. Ja, das berühmte Hacksilber. Okay. Bloßen Armen zieht er sich da hoch. Mhm. Sieh nur. Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm. Wir schauen nach vorne. Mhm.
Okay. Er gibt die Richtung schon vor, also wird es wohl hier lang gehen. Okay, Rennen geht auch. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Der Junge stellt sehr viele Fragen. Ah ja. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Okay, zwei Kollegen. Wir angreifen? Worauf warten wir noch? Okay, kommt noch mehr? Ah ja. Ups! Ah ja, der schießt ja mit was. Konzentration! Okay. Okay, leuchtende Kennzeichen Projektilangriffe. Okay. Projektilangriffe. Ah ja, schnelle Wende. Ups. Ah ja. Naja, für ihn ist das Spiel wohl schon zu Ende. So, irgendwo schießt da einer. Oh, die Spannung. Oh, da ist. Oh, wieder. So, mal hier neu formieren und gucken, wo hier noch ein böser Bube ist. Oh, und die Axt wieder vergessen. Mensch! Kommt noch was? Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. So, Hacksilber, Hacksilber, Halbsilber, Hacksilber. So, hier gibt's was zu lesen. Na? Junge. Ja. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche, nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Mhm.
So, da geht's wieder hoch, aber da haben wir noch ein bisschen was zu mitnehmen. So, sonst noch irgendwo was? Was wir vergessen? Ah, da hinten scheint noch was zu sein. Yep. Okay, da gab es Hacksilber und da haben wir... Okay. Sehr schön, dann dürften wir hier an der Stelle alles aufgeräumt haben. Und können weiterziehen unseres Weges. Bub, komm. So. Da hat's wieder was. Ah ja. So, das ist, glaube ich, der Kollege, wo man immer mit der Faust muss. So, dann ist ja jetzt alles geschwätzt, oder? Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Ah, ich vergesse immer, den Jungen einzusetzen. So. Okay. Da haben wir noch was. Okay. Gut erkannt, Watson. Aha, leichter Runenangriff. Fortfahren, fortfahren. Einen Platz aus. Ja, so viele Plätze werden wir nicht haben. Verbessern, verbessern auch ihre Attribute. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir was mit unseren Fähigkeiten anfangen können. Ah ja, da können wir, glaube ich, etwas verbessern. Einen Axtangriff auszuführen, der Gegner mehrmals trifft und sie bewegungsunfähig macht. Oder sollen wir das? R2 gedrückt halten, um einen gnadenlosen Spaltaxtangriff auszuführen, der massiven Schaden verursacht. Und was haben wir hier noch? Ein schwerer Angriff, der als Abschluss nach einer Kombo aus leichten Angriffen ausgeführt wird. Drücken Sie zum Ausführen R1, 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 R2. Dann haben wir hier noch was Schildmäßiges. Okay, was haben wir hier? Schildkampf, um den gegnerischen Block zu durchbrechen. Ich glaube, das haben wir im Moment noch nicht. Und hier haben wir Rage. Ah ja, okay. Ich denke, wir werden hier beim Nahkampf R1 gedrückt halten, um einen Axtangriff auszuführen, der Gegner mehrmals trifft. Das werden wir nehmen. Können wir das nehmen? Kaufen. Sehr schön. Naja, dann fangen wir jetzt langsam an, hier unseren Charakter ein bisschen zu entwickeln. Und was die Waffe angeht, da haben wir jetzt eine Rune, die in der Nähe ins Taumeln bringt. Sehr schön. Okay, machen wir weiter. Ja, und dazu sollten wir die Axt auch haben. Gut. Ja, indem ich R1 und dann R2, beziehungsweise L1 und R2. Zack. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja. Gut. Wie ich das mache. Ja, wenn ich das als selber wüsste. Okay, wir kommen hier unten durch. Los. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du?
Ja. Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig! Bin gleich da! Ach, du Schande. Oha. War gar nicht so schlimm. Augen auf. Deine Eile bringt uns um. Ist das der Friedhof der Kuscheltiere? Das riecht nach mehr Ärger. Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Nein, nicht tot, nicht tot. Jedenfalls jetzt noch nicht. Gut, dann werden wir mal schauen, ob wir sie ganz tot kriegen. Denkt an! Präzision geht vor Tempo! Ups, steht doch einer hinter mir. Oh, da ist wieder irgendwie. So, sind da noch welche? Na? So, jetzt müssen wir uns mal um die Blüten da oben kümmern. Okay. Sehr schön. War ich besser? Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Sehr gut, dann hätten wir ja diesen Kampf auch erledigt. Aha, was ist denn das da oben für ein Vogel? Was ist denn das für ein Vogel? Können wir da was machen? Ich glaube nicht, oder? Sehr gut, wunderbar. Das soll es mal für die heutige Folge gewesen sein. Wir sind wieder ein schönes Stück weitergekommen auf dem Weg zum Berg. Ja, es gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ich hoffe euch auch. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Der Badenfarmer sagt Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal. Danke.